horcht, es schellt. Haben wir heute noch gar nicht darauf hingewiesen. Unser Sorgentelefon. So. Oh. Schubert, also Sorgentelefon? Hallo, hier ist Torben. Hallo, Torben, hm? Ich schreibe Gedichte, aber die reimen sich nicht. Reimen sich nicht. Deshalb wollte ich fragen, ob du mir mal helfen kannst. Ich komme. Also, wir kommen. Alles klar, sofort, wir sind da. Jochen! Jochen! Dann lass mich mal hören, wie weit du gekommen bist. Du und ich umschlungen im Ozean der Zeit, Momente am Ufer der Nacht. Unsere Liebe ist okular in den Raum. Hm. Ja, das ist stark, hat aber Schwächen. Und ich finde, es ist gar nicht der fehlende Reim. Also, denn der Reim, ist, ich finde, das ist sowieso ein Anfängerfehler, da ja der Reim die Sprache eigentlich auch nur einengt. Er korsettiert sie ja, ne? Steckt sie in so eine Art Zwangsjacke. Viel wichtiger ist ja, dass es einen toucht, dich. So, hier zum Beispiel, das finde ich ein schönes Beispiel, das Bild. Ne? Oder auch Musik, wenn na, 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 na. Ne? Hat dich ja berührt? Ja? Das kommt ja auch ohne Reim aus. Weißt du, es bedarf dessen gar nicht. Viel wichtiger ist glaube ich, dass du die Erwartung brichst. Du und ich umschlungen im Ozean der Zeit. Und da erwartet man ja jetzt, und diese Erwartungshaltung also brechen. Umschlungen im Ozean der Zeit, doch unverstrunzt wird nicht geöchelt, wenn Hoden an Gekleie meißelt. So, als Alternative. Ne? Also, ich habe früher, ich schreibe ja auch schon sehr lange selber Gedichte, und selbst bei meinen frühen Werken habe ich immer das nicht als Maske benutzt, weißt du? Also zum Beispiel hier, Thilo am Zaun. Zaun umgrenzt Areal, schützt das, was wächst. Doch auch Zaun war einst, was wuchs, ne? War Baum, jetzt ist er Latte, denkt Thilo. Ja, und diese Latte habe ich eben sehr bewusst gewählt. Ne? Denn Thilo ist ein junger Mensch. Und da gibt es ja oft Probleme in diesem Lebensabschnitt. Ne? Ist wichtig. Also, ich kann dir noch mal ein paar Reime sagen, wenn du sie nehmen willst. Die kannst du ja, wie gesagt, ich würde sie nicht empfehlen, aber eben Laub, Staub, Weit, Eimer oder so. Kannst du ja sehen. Und ich würde mich freuen, wenn ich dann noch mal was von dir hören könnte, kannst du mich gerne nochmal kontaktieren oder mailen oder so, ne? Ja, vielen Dank, dass ich dir helfen durfte. Bitte. Tschüss.